Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir, Mr. Swiss Zocker. Das letzte Infovideo gab es vor einer Woche exakt, genau. Ich habe da schon angedeutet, dass ich nochmal ein Infovideo mache. Und zwar, Mikro an? Ja. Entschuldigung, ich habe mal vorweg, dass falls ich mich ein bisschen nasal anhöre, ich habe ein bisschen einen Schnupfen. Und ich bin ein bisschen müde. Na gut, müde eigentlich nicht, ich bin nur sehr, sehr lange aufgeblieben. Bis 6 Uhr und um 10 wieder aufgestanden. Aber anyway. Was ist so auf dem Kanal passiert? Ich habe wieder regelmäßiger Videos hochgeladen. Ich probiere jetzt wirklich jeden Tag ein bis zwei Videos hochzuladen. Ich habe jetzt diese Woche Ferien vom 3. bis zum 9. Februar. Habe ich Ferien. Habe ich also Zeit aufzunehmen, zu rendern, whatever. Und ja. Da habe ich mal mir überlegt, das werde ich ein bisschen Zeit in YouTube investieren. Neben ein paar anderen Sachen. Genau. Gut, also. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich hier mit euch besprechen will. Und zwar, ja, genau. Also diese Woche habe ich ja Ferien. Werde ich ein bisschen präsenter sein. Etwa zwei, ja, ein, zwei bis maximal drei Videos werden pro Tag kommen. Ich probiere jedes Projekt möglichst jeden Tag zu bringen. Also Minecraft, Alarm Cobra 11 und APB. APB muss ich halt gucken. Aber ich habe nachher noch eine Überraschung für euch. Es kommt gleich. Genau, das mal zu der Woche. Dann das zweite, was ich ansprechen will, ist, dass wir an der 300er Abo-Marke knabbern. 396 Abonnenten sind es momentan an der Zahl. Ich kann noch mal kurz aktualisieren. Vielleicht hat sich's geändert. Nö. Genau. Ich fände es cool, wenn wir diese Woche noch auf 400 kämen, weil dann könnte ich ein Abo-Special noch rauskloppen diese Woche, wo ich wirklich Zeit dafür hätte. Und zwar habe ich mir als Abo-Special vorgestellt, dass ich einen Livestream mache, wenn ich herausgefunden habe, wie das funktioniert. Aber der liebe Sir Pac-Man kann mir da sicher auch helfen. Er weiß, soviel ich weiß, wie es geht. Ansonsten habe ich noch einen Kumpel, der streamt. Genau, dass ich dann 400 Abo-Special als Livestream mache. Genau, was wir spielen, überlasse ich dann euch. Aber das wäre so der Plan. Und deshalb fleißig abonnieren. Wir brauchen nur noch vier. Vier Abonnenten. Das schaffen wir. Kommt, Leute. Genau. Dann das nächste Thema ist Kanalpläne. Wie wird dieser Kanal weitergehen? Was wird mit diesem Kanal geschehen? Ich bin jetzt mittlerweile seit über einem Jahr. Eigentlich genau ziemlich ein Jahr mit diesem Kanal auf YouTube vertreten. Mich gibt es ja schon längere Zeit auf YouTube, aber mit diesem Kanal erst seit einem Jahr. Ich finde, das ist eine Menge Holz. Ist wirklich cool, was wir in einem Jahr geschafft haben. Hätte nicht gedacht, dass ihr auf 400 Abonnenten schon nach einem Jahr kommt. In diesem Sinne, ein Lob an euch. Danke, danke vielmals. Ja. Und was mit diesem Kanal, wie es mit diesem Kanal jetzt weitergeht. Keine Sorge, der Kanal geht nicht down oder so. Ich habe mit einem Kumpel, der war dieses Wochenende bei mir, habe ich mal geredet mit meinem besten Kumpel. Einige von euch werden ihn vielleicht noch kennen. Es ist der Crazy Race, mit dem hatte ich meinen ersten Kanal auf YouTube. Jetzt hat er einen besseren PC, der auch nicht wirklich Duft ist, aber er wird sich nochmal einen neuen holen, der dann wirklich gut ist. Wir haben uns dann mal überlegt, ob wir zusammen
dann nochmal einen Kanal starten wollen und wie wir das machen wollen. Ich bin jetzt probieren, ich weiß nicht, ich könnte mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob das geht, dass ich meinen Kanal hier umbenenne, dass ihr halt nicht mehr groß Aufwand habt, um zu abonnieren, deabonnieren, bla bla, sondern dass halt wirklich einfach das so über die Bühne geht. Weil wir wollen zusammen wieder einen Kanal aufmachen. Nicht, dass er hier einfach bei mir mitspielt auf dem Kanal, sondern dass wir einen separaten Kanal machen. Dann wird dieser Kanal hier höchstwahrscheinlich, ich weiß noch nicht ganz genau, geschlossen werden. Der Kanal bleibt und wird nicht gelöscht, damit ihr halt einfach noch die Videos sehen könnt. Ich werde hier auch alle Projekte beenden, bevor ich das hier die Schotten dicht mache, einfach der Sauberkeit halber, dass wir halt zusammen dann den Kanal erstellen, ich und der Cracer, weil ja, ich persönlich finde es besser, wenn der Kanalname wirklich sagt, hey, hier sind zwei Leute im Team, weil wenn du siehst, Mr. Swiss Zocker, denkst du, ja cool, das ist ein Typ, der Let's Plays macht, bin ich ja auch, aber wenn er dann mich hier mitmacht, sind wir zwei und ja, ich finde es nicht so dufte. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ja, es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis er dann seinen Computer hat. Also vor den Sommerferien müsst ihr da nichts erwarten. Also da geht es hier ganz normal weiter. Ich wollte euch einfach auch schon mal informieren, nicht dass ihr dann aus allen Wolken fliegt. Genau, einfach, dass ihr mal vorinformiert seid. Ich werde weiterhin auf YouTube vertreten bleiben, sofern das die Zeit und meine Ausbildung zulassen. Habe ja jetzt momentan Halbzeit. Und ja. Genau. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Generell, falls ihr irgendwie eure Meinung wissen wollt, wissen wollen, eure Meinung mitteilen wollt über irgendetwas, was ich quatsche, auch in meinen Let's Plays, zögert nicht, Kommentare zu schreiben. Ich liebe Kommentare. Ich liebe es, Kommentare zu lesen. Ich beantworte die auch, wenn YouTube mir meldet, dass ihr was geschrieben habt. Beantworte ich die auch. Und sonst, wenn es wirklich wichtige Fragen sind, die ihr an mich habt, schreibt mir eine PN. Ich beiß euch nicht den Kopf ab. Ich knabber höchstens mal im Ohrläppchen. Aber wenn ihr irgendeine Frage habt, zögert nicht, mich anzuschreiben. Auch auf Steam, ihr könnt mich auch gerne auf Steam adden. Sorry, Alter, ist gleich gerade offline gegangen, das ist schön. Genau, schreibt mich einfach mal an, ich beiß nicht. Ich bin lieber Mensch, ihr könnt mich auch gerne mal fragen, wenn ihr irgendwas habt. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich euch was helfen werde. Also, ob ich euch helfen kann, aber ich werde es probieren. Genau. Dann kommen wir zu den Projekten. Alarm für Cobra 11 sind wir jetzt momentan ja dran. Sind wir bei Tag 3 oder 4? Ich glaube, jetzt kommt Tag 3, 4. Ich glaube es. Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Und ja, insgesamt 7 oder 8 Tage gibt es. Also etwa, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt ja nach Highway Nights kommt ja dann das Syndikat. Und dann Undercover Crash Time, ja, muss ich immer noch hier rauslöschen. Ich weiß, weil eben performance-technisch ist es nicht möglich. Wie sagt man dem? Die Game Engine, die fickt meine Grafikkarte sowas von hinten. Die, keine Ahnung, das ganze Teil bricht zusammen. Es laggt nur noch. Und das will ich euch nicht bieten. Ich meine, das Spiel ist hundealt. Das ist 2005. 2000 irgendwas rausgekommen. Es ist eine alte Engine, sowieso. Es war noch von RTL, glaube ich, gepublished. Ist keine aktuelle Engine. Deshalb mag das mein Grafiktreiber generell mein Windows nicht so, weil ich habe hier Windows 8 mit den aktuellsten Grafiktreibern. Die mögen das nicht so. Ja. Dann fall halt runter, mir eigentlich wurscht. Genau, also wahrscheinlich kommt es das nicht. Dann kommt Alarm für Cobra 11, das Syndikat als nächstes und dann Undercover.
Und ich hoffe, dass GTA 5 Online dann irgendwann auch noch für den PC kommt. Also GTA 5. Ich werde mir voraussichtlich mal eine PS3 gönnen. So Frühling, Anfang Sommer so. Ich werde mir aber keine AVerMedia-Karte oder sowas holen, damit ich das aufnehmen kann. Also die PS3 kommt da wirklich nur für mich privat. Nicht für YouTube oder so, einfach damit ich mit meinem Kumpel auch mal online GTA 5 zocken kann. Und ja. Genau, ich hoffe, also ich werde mir auf jeden Fall dann die PC-Version auch noch gönnen. Ich hoffe, dass die überhaupt kommt. Dann The Crew kommt ja auch noch irgendwann dieses Jahres raus. Der LPN und wie heißt der? Der Michel von P1 TV, die meint zwar, das kommt noch im Frühling raus. Mein Games, also mein Laden, wo ich das Zeug am jeweils hole, sagt was anderes. Der sagt, ich guck's für euch kurz nach. Warte mal. Für etwas hat man ja ein Smartphone, wa? Dark Game Shop. Komm, mach hinne. Ich habe keinen Benutzernamen, danke. Suchen. Wie heißt das Ding? The Crew. The Crew. Für PC bräuchten wir es, wa? Ja, Release. Versand am 9. 2000, im 9. 9. Monat 2014. Ich weiß nicht, wie aktuell die Infos hier sind, aber der sagt, mein Lieferant sagt September. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was für einen LPN Frühjahr heißt, aber für mich ist Frühjahr bis April. Genau. Das wird auf jeden Fall auch Let's Play. Das ist so das Racing Game, worauf ich mich dieses Jahr freue. Genau. Muss gucken, dass ich nicht hier allzu lange. Schon 12 Minuten. Genau. Das wird auch ein Let's Play. Und ja. Jetzt kommen wir zur Überraschung. Ja. GTA San Andreas Multiplayer. Ich habe mal eine PN geschrieben an den lieben Matze, an den Core-Ex- und Serverleiter vor einer Woche. Hab keine Antwort gekriegt. Und das heißt für mich, wir werden vorübergehend auf jeden Fall auf einen anderen Server umsatteln. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Also Royal Streets ist für mich keineswegs gestorben, weil es ist ein geiler Server. Ich war ja schon auf dem Ich war ja schon als Beta-Tester da. Ist nur ein bisschen tot momentan. Ich hoffe, ich finde da noch ein paar Leute. Oder falls hier das Video auch irgendwelche Admins sehen, schreibt mal, was los ist. Ich werde vorübergehend auf einen anderen Server umsatteln. Welchen werdet ihr bald erfahren? Ich habe mit jemandem den Let's Play Together, oder mit zwei, um genau zu sein, Let's Play Together in Aussicht. Wir werden auf MTA umschalten, denke ich, weil es da einfach geilere Server gibt. Also, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten und ist mal was anderes. Ich will einfach mal was Neues zeigen. Genau, es funktioniert eigentlich ähnlich wie SMP. Ihr werdet keinen großen Unterschied merken. Ist halt nur der Client. Genau, also es wird in den. Ich kann euch nichts versprechen, aber wenn alles gut läuft, habt ihr heute oder morgen oder diese Woche, ich weiß es noch nicht, ich weiß nicht, ob man der Typ Zeit hat und Lust hat, ich hoffe, ihr habt diese Woche schon den ersten Part. Im besten Fall morgen oder heute schon, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, es kommt bald. Ich will auch GTA zocken, so ist es nicht, ich bin GTA-Fan. Ja. Mal gucken. Ihr seid die Ersten, die es erfahren. Beziehungsweise es kommt ein Video mit dem ersten Part vom Let's Play. Und ja. Genau so das. Aber die Überraschung, es kommt ziemlich bald wieder mal was GTA-mäßiges. Von dem her könnt ihr eure Sucht nach nach GTA San Andreas bald stillen. Weil ja, wenn ich hier so gucke, sind das wirklich die bestgesehenen Videos. Klar, sie sind auch schon ein bisschen älter, aber hey. Ja. So,
Jetzt fängt dann auch meine Nase an, Stress zu machen. Wir sind hier eigentlich auch durch mit allen Infos, die ich zu sagen hatte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntagabend, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Arrivederci, euer Mrs. Wisszocker. Ciao!